Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich heute mit euch zusammen den letzten Teil der War Campaign aus dem Patch 8.1 angucken. Morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich heute ist die Raid-Öffnung und dementsprechend gibt es dazu jetzt den letzten Teil. Ich weiß auch noch nicht, was da abgeht. Wir werden uns jetzt erstmal den Allianz-Teil anschauen und ich werde dann auch noch mit meinem Horde-Char einmal den Horden-Teil machen. Wo beginnen wir das Ganze? Und zwar, wir sind einmal hier in Boralos auf dem Allianzschiff. Soldat. Und da nehmen wir jetzt mal die Quest an. Ich habe den Sound heute extra ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört alles. Bei der Macht der Allianz. Bei der Macht der Allianz. Unsere Feinde werden untergehen. Wir müssen mit Matthias Saw in der Nähe der Prachtmeerburg sprechen, also sprich hier oben. Mal gucken. Ja, wir fliegen da hoch. Das denke ich mal ein bisschen einfacher. Und was es mir hier hauptsächlich geht, ist erstmal die Story ein bisschen mitzukriegen, beziehungsweise, wenn ihr selber noch nicht gespielt habt, euch das hier einmal zu zeigen. Und was ist denn das hier? Der Fall ist so, okay, da ist noch eine Quest. Ja gut, die werden wir uns dann vielleicht auch noch angucken. Jetzt fliegen wir erstmal rüber. Und zwar müsste es dann eigentlich hier mit der War-Campaign zu Ende gehen. Und zwar fehlt mir ja hier noch dieser vierte Tab und bei der Hordenkampagne ist das gleiche. Zudem wird mir das hier noch fehlen, aber ja, die Achievement Hunter unter euch wissen sicher, dass das ein bisschen ein größerer Mist ist, bis da mal die richtige World Quest am Auftauchen ist. So, wir müssen jetzt einmal, Moment, wir nehmen hier das Allianz Mount, ne, wenn wir schon die War Campaign spielen, jetzt müssen wir, ich glaube hier oben rum müssen wir. Ich, ehrlich gesagt, als Allianzler ist man verdammt selten hier in der Burg. Waren hier schon immer so viele Wachen und haben die das aufgestockt? Also, weil hier oben hast du ja eigentlich nichts zu tun, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. So, wir müssen in den Irrgarten gehen, oder? Ah, schau mal an. Da stehen schon ein paar Leute. Warte, man kann ich hier einfach drüber? Okay, ich kann einfach reinhopsen. Ja gut, aber jetzt müsste ich auch den richtigen Weg finden, sehe ich gerade. Ja, so, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, man kann halt von oben, ne, sehen, wo man hinreiten muss. Ich habe die Kamera relativ weit draußen. So, hier sind wir richtig und wir müssen jetzt sprechen mit Matthias Saw. Auf geht's. Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinüber... Ein Angriff auf die Stadt Azar-Alor dürfte zu ein paar Spannungen zwischen Horde und Sandalari führen. Wir wollen sie gen Norden nach Nasmir locken. Wir greifen sie wie Guerillas an und scheuchen die Bluttrolle auf. Meine Leute bilden Kommandoeinheiten, um euch zu unterstützen. Und Hochtüftler Mechadrills Ingenieure werden der Horde ein paar böse Überraschungen bereiten. Die Gezeitenweisen verbergen mit Hilfe des abyssischen Zepters unsere wahren Absichten im Nebel. Während die Flotte von Süden in Dazar-Alor einfällt. Ich mache euch nichts vor. Es werden nicht alle heimkehren. Wir müssen der Horde einen glaubwürdigen Angriff präsentieren. Opfer werden sich nicht vermeiden lassen. Aber wenn wir Erfolg haben, setzen wir diesem Krieg vielleicht schon in wenigen Wochen ein Ende. Oh. Um euch ranken sich mehr und mehr. Also ich lasse mich jetzt schon mal nicht opfern, ja, das weiß ich jetzt schon. So, was haben wir denn hier noch für eine Quest? Ich bin eins mit dem Licht und das Licht ist mit mir. Okay, ich muss mich mit Jaina in Dingsterbumster treffen. Also jetzt schauen wir mal hier. Genau, also Nasmir muss ich mich einmal treffen, aber ich hatte hier eine zweite Quest angenommen, oder? Ist das das hier? Spielercharakter? Nee, das ist eine PvP-Quest. Mir war so, ob ich jetzt gerade... Ach nee, das habe ich abgeschlossen. Okay, die... Ja, ja, gut, okay. Also, wir müssen jetzt einmal wieder zurückkommen. Wir nehmen jetzt den Ruhestein, weil ich nicht darunter hatschen möchte. Also, wir müssen jetzt einmal nach Nasmir und anscheinend einen gefakten Angriff vortäuschen. Das, was ich bis jetzt weiß, ist, dass wir ja eigentlich von der Dings angreifen, ne? Eigentlich von der See aus. Und jetzt quasi anscheinend einen Angriff vortäuschen in Nasmir, um... Ja, dann die Horde rauszulocken, wie eben gesagt hat, der Matthias Saw. Und vielleicht unsere Chance ein bisschen von dem anderen Angriff zu erhöhen. Mal gucken. Ich hoffe, das wird eine epische Schlacht. Mal schauen, was die Entwickler sich da eingefallen lassen haben. So, einmal nach Nasmir hier nach oben. Grüße. Ach so. Lebt wohl. Quest? Bitte lass mich gleich da rauskommen, wo ich für die Quest hin muss und nicht ewig rumreisen. Das wäre doch mal schön, wenn Blizzard das hinkriegt. Ich will jetzt nicht, ich will ungern jetzt ewig in der Pampa rumlaufen. Ach, verdammt. Danke, Blizzard. So, wo muss ich denn da hin? Haben wir da irgendwo einen Naja, der nächste Flugpunkt ist der hier, ne? Da oben? Naja, ich darf da hinhatschen. Blöd aber auch. So, wo haben wir es denn, das Teil? Ne? Hier, das ich ist der Flugtyp. Grüße euch. Ja gut, was ist denn da jetzt näher?
eigentlich keins von. Obwohl, hier unten kriegt dieses Flitzeviech, ne? Das ist relativ stark. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, was das für eine andere Quest hier. Ich hatte ja in Boralos, wurde hier noch eine Quest angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Anzeigefehler war. Die habe ich nämlich vorher tatsächlich nicht gesehen. Das wäre dann vielleicht noch interessant, da mal einmal zu gucken. So, jetzt muss man bloß da einmal komplett rüberfliegen. Das ist jetzt noch ein bisschen blöd. Ich wollte das hier eigentlich uncut machen, das Video, wisst ihr? Das hier, deswegen hast du dann immer so ein bisschen Downtime zwischendrin. Schauen wir mal so nebenbei in den Questtext, was wir hier denn machen müssen. Ich grüße euch. Unsere Streitkräfte sammeln sich vor der Küste von Nosmir, geht und trefft mich dort. Okay, das machen wir. Also, wenn alles nach Plan läuft, locken wir die Horde quasi da weg von Zuldazar und dann können wir den Krieg beenden. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich vermute mal ganz stark, dass wir bei der Hordenseite... Halt, warte mal, auf das Viech wollte ich drauf. Das ist nämlich ziemlich schnell, wenn man nicht hängen bleibt. Ich nehme mal ganz stark an, dass man bei der Hordenkampagne dann diesen, ja, quasi auf diesen Angriff eingeht, ne? Und dann dort einmal... ja, gegensteuern muss. Was mich jetzt aber ein bisschen wundert, warum wir hier angreifen und nicht irgendwie schon mal hier zu den Ruinen gehen, das scheint mir jetzt ein bisschen komisch. Außer, wir haben natürlich, okay, diese Barrikaden, die kosten mich mehr Nerven, als ich dachte. Außer wir haben dann natürlich vom Wasser aus irgendwie Schiffe, die, ja, Panzer oder irgendwas bringen, ne? Man weiß es ja nicht. Unsere Speerberichte weisen darauf hin, dass die Horde diesen Sephrak irgendein Artefakt abnehmen will. Sephrak, ja. Machen wir das mal zu, so. Weil wir jetzt hier wirklich in der Pampa sind, ne? Also viel weiter weg hätte man jetzt auch nicht sein können. Mal gucken, was Chainer hier... Oh, okay. Was haben wir denn da? Muss ich bloß aus diesem Viech raus. So. Das sind dann doch einige Viecher, ne? Haben wir die für eine Rüstung an? Aber es sind auch viele Dunkeleisenzwerge dabei. Ach, Void-Elfen sind es. Ah, okay. Das sind quasi Zwerge und Menschen. Was hast du hier noch? Was ist denn das für ein... Gay Shit. Schau dir die Nachtelfen an. Verschwendet nicht meine Zeit. Also, okay, jetzt kann man nichts mehr sagen, dass weibliche Nacht oder weibliche Chars, ne, in Videospielen immer so aufreizende Items anhaben. Und die männlichen Nachtelfen, also es ist ja, ne, schau dir das an. Also die Rüstung hält ja mal gar nichts aus. Einen Lendenschürz und so einen Gürtel mit so einer federbeschmückten Dings. Sie könnten in jedem Stripper-Schuppen mitmachen, diese Nachtelfen. Okay, gut. Haben wir die einmal beäugt. Quest ist angenommen hier. Wir müssen einmal darunter. Bluttrolle besiegt hier. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt die Bluttrolle besiegen sollen, aber okay. Kann ich die Quest jetzt hier wir annehmen? Wir kämpfen in den Schatten. Und wir müssen irgendwelche... Gebiete markieren. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Ich habe hier bewusst den Wormhut nicht an, ja, weil ich glaube, das könnte das Ganze hier relativ eklig machen. Deswegen lassen wir das. Eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, ne? Du greifst da an. Aber mir geht es jetzt hier mehr um die Story als um die PvP-Schlacht. So, da la. Aber also diese Nachtelfen, die haben mich gerade schon ein bisschen geflasht, ne? Also, da soll keine Feministin mehr klagen, dass nur die weiblichen hier leicht bekleidet sind. Bei den männlichen sah das ja noch affiger aus gerade. Ah, wir müssen so Bohrer holen quasi. Okay. Einmal Bohrer. Und was müssen wir hier machen? Ach, die müssen wir einfach nur killen. Okay, ja gut, das kriege ich hin. Soll ich hier einfach mal die Leute ninjern? Dann geht es so ein bisschen zügiger. Das ist immer so ein Tipp, den ich jedem geben kann. Wenn ihr irgendwo Quester machen seid oder so, dann einfach jeden einladen, der da auch ist. Es geht einfach für jeden schneller. Das macht schon Sinn irgendwo. So, weil die sind sicher die gleichen Quests wie ich am machen. Er ist hier auch ordentlich am Bohren, ne? Der eine Dude. Bei haben wir schon in der Gruppe. Da haben wir noch einen Bohrer, den muss ich auch noch holen. Den Mage, sollen wir den auch noch einladen? Komm Mage, komm in meine Gruppe, in mein Team. Perfekt, das war jetzt noch ein Bohrer, dann sind wir eh schon fertig. Gut, das können wir abgeben gehen. Also in der Gruppe ging das jetzt echt zügig. Was ich auch noch habe, ich muss noch eine... Hier, die Woche ist noch das Event, dass ich 20 Worldquests machen muss. Ich habe 18 von 20. Und tatsächlich will ich die noch fertig machen. Ich brauche zwar nicht wirklich Ordensressourcen und ich habe das nicht gezielt gemacht, aber da ich die Emissary Bags oder besser gesagt die Paragon-Kisten hier mal farm, ne, macht schon Sinn, das vielleicht noch mitzunehmen. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendeinen Boss killen, oder? Oh, nee. Jetzt ist unsere Armee weiter vorgerückt, auch unsere Nacktelfen.
Was ist jetzt los hier? Jetzt müssen wir einmal. Gibt es jetzt eine Ansprache vom Bruder Pike? Von uns. Ja? Mögen die Gezeiten euch segnen. Was macht er jetzt? Ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Ach, dieses absybische Zepter benutzt er jetzt. Matthias Shaw. Ah, okay, der hat jetzt ein bisschen Nebel gemacht. Gut. Jetzt müssen wir uns mit irgendwem treffen. Ah, natürlich da unten, okay. Ah, also man hat jetzt die Bluttrolle hier quasi besiegt. Und jetzt macht er mit seinem asybischen Zepter. Okay, hier ist ein Haufen Kokos auf einmal aufgetaucht. Asybischen Zepter, wie man es immer aussprechen mag. Hat er quasi den Nebel gebastelt und jetzt können wir da durchmarschieren. Ja, gut. Quasi unerkannt, ne? Dass keiner uns sieht. Irgendwie, ich glaube, in der letzten War-Campaign war die Story um dieses Zepter, wo man das klauen musste. Aber das ist jetzt, ehrlich gesagt, schon wieder so lang her. Und ich habe ja so ein Goldfisch-Gedächtnis quasi, dass ich schon gar nicht mehr so ganz genau weiß. Es hat irgendwas mit Nagern, glaube ich, zu tun, das Zepter. Irgendwas mit Meer, irgendwie sowas. Aber so hundertprozentig, ne, kann ich jetzt nicht mehr sagen. So, da sind sie. Aber warte mal, wir vermissen irgendwie die Dunkeleisenzwerge, oder? Da waren noch drei Armeen. Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinübergesehen habt. Jetzt marschieren wir los, okay. Jetzt ist bloß die Frage, warum haben wir denn keine Panzer oder irgendwas dabei? Also weißt du, wenn das so ein richtiger... Gut, das ist ein vorgetäuschter Angriff, ne? Klar. Ja. Aber wenn das hier, ne, sowas Richtiges sein sollte... Warte mal, wir haben da irgendwas vergessen... Befehligt Chainers Elementar. Ach scheiße, ich muss den Kack Elementar befehligen. Ich bin jetzt mit der Armee mitgelaufen. Ich dachte, jetzt mache ich richtig Action. Ach fuck. Ich muss da in den. Warte mal. Hey, da. Ach, die Armee. Hä? Jetzt laufen die nochmal los. Also ich muss den Elementar befehlen, der einfach gar keine Fähigkeiten hat. Okay. Ja gut. Achso, ich muss ihn befehligen, aber er fährt von alleine und irgendwie rennen mir die alle weg. Aha. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug, ne? Und ich kann jetzt nichts mehr machen. Mir mal die Daumen. Ja super, die sind jetzt im Nebel verschwunden und ich gammel da jetzt mit so einem langsamen Wasserelementar durch. Nicht so toll. Ich kann den echt nicht... Warte mal, okay, ist irgendwas gestorben? Okay. Anscheinend muss ich dann irgendwas töten. Aber, ach, das ist der andere Typ wahrscheinlich, der bei mir in der Gruppe ist. Bis mein Wasserelementar da rangeeiert, ist die Quest schon fertig wieder. Weil der andere Typ war anscheinend clever genug. Ah, schau mal, jetzt krieg ich Fähigkeiten. Was können wir denn machen? Also wir können zuschlagen. Was für ein Wasserelementar. Ja, okay. Hätten wir jetzt nicht unbedingt Wasserelementar gebraucht. Was haben wir dann hier noch? Das ist eine Heilung, oder? Stehen wir Wasserfontäne aus. Ach, die Info sagt... Ah ja, gut, ich konnte jetzt gar nicht viel machen, weil ich jetzt quasi schon die Quest fertig habe und der Wasserelementar hier automatisch weiter eiert. Also das eine ist eine Wasserfontäne, die nach vorne anscheinend eine Art Cleave macht. Und das dritte weiß ich gar nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn wir den Wasserelementar weiter benutzen können. Und vor allem, warum muss ich denn jetzt den Wasserelementar steuern? Als werde ich zum Pet von Chaina quasi hier missbraucht. Ich werde tun, was ich kann. Ich werde niemals. Okay, wir vergessen. Müssen ein paar Truppen besiegen. Ja, kriegen wir hin. Leite euch. Was muss ah, AMOD getötet. Das ist dieser Roboter. Ja. Dann müssen wir noch machen. Also ist alles da drüben, okay. Auf geht's. Auf geht's. Und irgendwelche Schlachtbestien müssen wir zähmen. Okay. Was kann ich für euch tun? Das hier. Wahrscheinlich buggt das jetzt wieder? Nein, es buggt nicht. Ich bin hier beeindruckt. Sonst buggen so Quest-Sachen bei mir. Immer wenn ich eine Aufnahme habe, buggt das meistens. Vielleicht sollte ich mal ein paar Addons runterschmeißen, ne? Das wäre vielleicht mal das Mittel der Wahl. Laden wir einfach mal hier ein paar Leute ein. Wir taggen einfach mal alle Viecher, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Der wird auch noch eingeladen. Da müssen wir mal gucken, wo das eine Ding ist. Ich muss näher ran. Warte mal, da oben ist nur was. Ah, da ist dieser Dings-God-Mode-Dings-Viech da. Es gibt den God-Mode und den A-Mode. Quasi. Da gab es doch diese eine... Warte mal, wo ist denn der letzte jetzt eigentlich? Irgendeiner fehlt mir noch. Okay, da warten die schon auf das große Viech. Und ich muss nur einen so einen kleinen zähmen, ne? Wahrscheinlich ist der irgendwo da hinten, den habe ich übersehen. Wenn die jetzt da eh noch auf den Respawn warten, dann gucke ich mal da unten nochmal, ob ich irgendwas auf der Map sehe. Weil hier ist zumindest das Gebiet aufgezeigt. Ah, schau, ich wusste es doch, dass es irgendwo da hinten sein muss, wo ich quasi noch zu weit weg war vorhin. So. Also mit den Armeen gefällt mir die Questreihe bis jetzt, ja, doch.
Schauen wir, was da noch so kommt. Haben sie sich zumindest wieder einiges an Mühe gegeben und einfallen lassen. Ah, schau, da haben wir einen perfekt abgetimt hier. Ich bin außer Reichweite. Weiß jetzt nicht, wie viel da noch kommt. Komm, wir laden mal hier noch den einen oder anderen ein. Eingepackt, du wirst auch noch eingepackt. Ja, ich kann mal brauchen. Was ist denn da noch? Ja. Oh, die lehnen meine Gruppeneinladung ab. Was soll denn der Scheiß? Ich bin eins mit dem Licht. Und das Licht ist... Ich weiß aber nicht, wer er hier ist. Muss man ihn kennen? Telamon. Der heißt Telamon? Echt? Ernsthaft? Okay. Ich hab einen neuen Namen für den nächsten Char. Den nenne ich dann auch so. Telamon. Ich kenn hier so einen Typen, der hieß wirklich Philemon, ja. Ist ein wirklicher Name, ja. Also ist kein Pokémon. Aber Telamon ist auch nicht schlecht. Ja, das merke ich mir. Für den nächsten Char, mal gucken, ein Kultiraner und ein Dings muss ich mir noch machen. Einen Zanalari-Troll demnächst mal, wenn die krassen mal rauskommen mit Patch 8.1.5. Gelassenheit leite euch. So, jetzt sind wir auch da, wo ich hin wollte. Matthias Shaw. Jetzt beantwortet es auch, warum wir keine Panzer dabei haben, weil wir uns quasi hier so ein Dino zähmen und damit einmal, ne, loslegen. Warte mal, kann der mal hier ein bisschen... Okay, damit speedet der so ein bisschen. Was ist das hier? Das ist Blitzespaß. Was macht Jaina hier? Oh, ach ja, jetzt können wir auf einmal fliegen. Was ist denn verkehrt mit Jaina? Ach, aber sie... Okay, sie fliegt einfach über dem Dino. Alles klar. Warte mal, ist das jetzt ein Bug oder kann Jaina jetzt wirklich fliegen? Nee, das sieht aus, ob Jane jetzt einfach fliegen kann. Ja, okay, ja gut. Ja gut, da sind wir jetzt gut durchgeratscht, ne? So können wir das öfter machen. Also sie kann nicht... Ja gut, sie hat auch ein ganzes Schiff zum Fliegen gebracht, ne? Dann ist ja auch klar, dass sie vielleicht auch sich selber zum Fliegen bringen kann, wenn man es jetzt aus der Warte sieht. Aber kenne ich so viele andere Mages, die fliegen können? Eigentlich nicht, ne? Es gibt diese Mage-Flugscheibe, ne? Die gibt es aus Mount, aber jetzt einfach so zum Fliegen? Interessant. Interessant. So. Wir kämpfen in den Schatten. Gut, jetzt haben wir noch eine letzte Quest, oder? Was kommt da? Jetzt müssen wir zurückkehren. Warte mal, kriegen wir da irgendwas Tolles für? 2 Gold kriegen wir dafür. Ja gut, jetzt habe ich noch 1 Minute 26, 23. Jetzt weiß ich nicht, was schneller ist, ob Dalaran... Und dann über die Portale hoppen, der schnellere Weg ist. Oder ob der schnellere Weg wäre, diese Zeit abzuwarten. Ich mach's mit Portalen, ne? Ich hab ja nicht so viele Addons drauf und der Ladebalken dauert ja nicht so lange. Hust, hust, hust. Ihr merkt es schon. Ich glaube, ich hab ein wenig über 100 Addons drauf. Und ja, wenn man mal alles ausmacht, das ist richtig angenehm, wie schnell das dann alles funktionieren würde, ne? Und vor allem, ich hatte letztens... ich weiß nicht, ob ich irgendwas umgestellt hatte, aber so eine Problematik, dass ich ständig diese Lua-Fehler-Dinger hatte. Und zwar im Millisekundenbereich die ganze Zeit Lua-Fehler. Das war richtig, richtig nervig. Und dann habe ich jetzt letztens so einen Befehl eingegeben, der die zwar nicht behebt, aber einfach verdeckt. Ne? Man sieht das Problem halt einfach nicht mehr. Aber das war richtig erschreckend, wie viele Addons dir einen Fehler schmeißen. Und zwar halt nicht mal Addons, die jetzt irgendwo für in Systeme vom Kampf eingreifen, ne? Sondern einfach ein Chat-Addon zum Beispiel. Also hier, ich habe Pratt als Chat-Addon. Wie viele Fehler du schmeißt, ne? Das ist einfach nur ein Addon, das den Chat halt ein bisschen anders anzeigt, ne? Und dass das so viele Fehler schmeißt und das kann halt auch zu Bugs führen, ne? Sowas. Also, naja. Gut, so, jetzt gehen wir das mal ab. Das Schicksal ist uns heute hold. Oh, da gab's die Achievement und was müssen wir jetzt machen? Ah, okay, mein König Rastakhan in der Schlacht von Dazar'alor bringt uns 2000 Punkte. Und ja, jetzt haben wir quasi das Achievement hier fertig. Der im Licht wandelt war das letzte und ja, war eigentlich eine coole kleine Questreihe. Was ich so ein bisschen vermisse, ist eine Cutsequenz, eine coole. Also die Questreihe an sich, ne? Also sie hat mir jetzt nicht aus den Latschen gehauen, ne? Aber das war ganz cool gemacht. Sich so ein bisschen durch Nasmir durchkämpfen und quasi so die Geschichte vor allem zu erzählen, warum wir jetzt in den Raid reinkommen. Das hat mir an Uldir ehrlich gesagt gefehlt. Ich habe ja quasi sowohl die Allianz-Variante als auch die Horden-Quest rein komplett durchgespielt.
die quasi im 8.0 waren, ne? Also sprich diese komplette Lore. Und auf der Allianz-Seite hat man ja null Story oder so gut wie keine Story zu Uldur bekommen. Man ist einfach irgendwann in den Raid rein und hat Go und Home geboxt. Und bei der Horde hat man die komplette Story gekriegt. Wenn man jetzt aber nur Allianz-Spiel gespielt hätte, dann wüsste man gar nicht, warum man so, außer, ja, der ist halt böse, wir klatschen ihn um, ne? Aber das finde ich fast ein bisschen schade. Und jetzt hat man zumindest so ein bisschen, gut, es ist jetzt ein Angriff von der Allianz auf die Dingshauptstadt, ne? Gut, ist relativ klar, warum wir das machen, aber jetzt so ein bisschen Run-Story finde ich nicht schlecht, dass sie diesmal bieten. Ich bin jetzt schon mal gespannt, was bei der Horde so auf uns zukommt. Hier war es auf jeden Fall recht lustig gemacht und ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich mal schauen, hier hinten war vorher noch eine Quest, aber das war anscheinend einfach nur ein Anzeigefehler. Gut, dann sind wir durch, Achievement des Eingeheims und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann auch gleich noch bei der Horden-Variante und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.